Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Köter, hast wohl einen leckeren Hasen entdeckt, den du nicht mit deinem Herrchen teilen wolltest. Wenn schon nicht für mich, wärst du wenigstens für die Flöhe ein Festessen. Und da wir gerade vom Festessen sprechen, gegrillter Hase wäre eins. Donnerwetter, wer seid denn ihr? Sie ist Klamsi und ich bin die Schlumpfine. Wir sind Schlümpfe. Schlümpfe? Unglaublich! Die Welt wird ein Vermögen zahlen, um solch kleine Kreaturen zu Gesicht zu bekommen. Wenn ihr erstmal die Attraktion der Bombershow seid. Ja. Oh, meine kleinen Haustierchen. Ihr werdet die größte Attraktion sein, die die Leute je zu sehen bekamen. Aber wir können keine Kunststücke. Oh doch, ich kann hart schlagen. Klamsi, das kannst du doch gar nicht. Na sicher kann ich das. Pass auf! Tut mir leid, Schlumpfine. Na bitte, was hab ich gesagt? Das sagt gar nichts. Ich, Bombas der Große, habe sogar diesen hirnlosen Hund trainiert. Und ich werde auch mit euch Wunder vollbringen. Yeah. Ruhe! Bald werden diese beiden Kerlchen deine fabelhafte Hundevorstellung in den Schatten stellen. Ja. Fahren wir bloß hin. Papa Schlumpf wird uns nie finden. Das befürchte ich auch. Wir sind sicher schon ziemlich weit weg vom Dorf. Sag mal, warum zupfst du die Blütenblätter ab, Schlumpfine? Damit Papa Schlumpf uns finden kann. Hä? Klar! Wo bist du? Schlümpfine! Such sehr gründlich, Schlümpfe. Wir müssen sie finden. Moment mal, was haben wir denn hier? Blumen!
Schlumpfine mag doch Blumen. Und Clumsy hat Brennholz gesammelt. Aber wo sind sie denn jetzt? Oder an die vermissten Schlümpfe. Wo, oh, wo können denn nur die kleinen Schlümpfe sein? Ich hasse traurige Gedichte. Papa Schlumpf, riesige Fußabdrücke. Ich glaube, die stammen von Menschen. Papa Schlumpf, da! Wagenspuren! Langsam nimmt das Ganze Formen an. Aber was mag das nur heißen, Papa Schlumpf? Nun, das heißt, dass Schlumpfine und Clumsy gekidnappt worden sind. Gekidnappt? Wohin auch immer die Spuren führen mögen, wir müssen ihnen folgen. Vorwärts! Vorwärts, du faules Biest! Und du? Lass dieses elende Höllengeschnaufe! Du besabberst meine Klamotten, du grauer Köter! Halt gefälligst etwas Abstand! Was ist das? Aha! So ist das also! Oh, warum halten wir denn an? Entschuldigt, meine kleinen Haustierchen, aber eure Retter, wer immer auch sie sein mögen, sind gerade am Ende eurer Spur angelangt. Hier sind so viele Wagenspuren. Welcher folgen wir denn nun? Wie sollen wir sie bloß finden, Papa Schlumpf? Diese Straße führt zu einem Menschendorf, nicht weit von hier. Der Wagen ist bestimmt dorthin gefahren und wir werden ihm folgen. Zu einem Menschendorf? Es ist ein Ort mit vielen Gefahren, meine Schlümpfe. Aber wir haben keine Wahl. Ja, Papa Schlumpf. Mach es nochmal. Und diesmal machst du es richtig. Ja, Sir. Blaster, Schluss! Bring nicht meine Stars in Gefahr. Los, tritt zurück. Bitte, Herr Bombas, diese Grundstücke sind zu schwer. Ihr werdet tun, was ich euch befehle. Der große Bombas gibt nie auf. Nicht so schnell, Clumsy! Das bin ich nicht, das ist der Ball! Dummköpfe! Wir werden schon etwas finden, was ihr tun könnt. Wir müssen nur schön weitersuchen. Wie weit ist es denn noch, Papa Schlumpf? Nicht mehr sehr weit. Und jetzt? Wie weit ist es jetzt noch? Fang nicht wieder damit an. Na bitte, macht weiter. Eins, zwei, das ist es. Na, Blaster, sieht das nicht wirklich gut aus? In Ordnung, Schlümpfe. Es ist genug. Ich denke, so kann ich euch den Leuten vorführen. Schneller, du Esel! Zeit ist Geld! Also los, vorwärts! Oh, Clumsy! Sieh nur, wie groß hier alles ist! Oh ja, ich frage mich, wie Papa Schlumpf uns da jemals finden soll. Leute, frischer Fisch, kauft frischen Fisch, Leute, kauft! Wartet hier, meine kleinen Schlümpfe, ich werde mich erst mal umsehen. Aber sei vorsichtig, Papa Schlumpf! Ah, oh, verschlumpft! Hast du irgendwas gesehen, Papa Schlumpf? Ja! Ich habe mir ein Wagenrad aus der Nähe angesehen. Papa Schlumpf, es gibt hier so viele Wagen. Woher sollen wir wissen, welcher der richtige ist? Wir werden uns einfach alle ansehen müssen, Torti. Ich hasse Wagen. Oh,
Und denkt dran, haltet die Augen offen. Wir wollen doch nicht, dass irgendetwas hinter uns hergeschlumpft wird. Ist alles in Ordnung? Ja, heftig, aber das war knapp. Wie knapp war's denn? So knapp, dass mein ganzes Leben wie ein Blitz an mir vorüberzog. Und das war vielleicht ein lustiges Leben. Das war... Warte mal, wo ist Muffi? Muffi? Oh nein! Ich hasse Schlumpfmassen. Meine kleinen Künstler sind gut bewacht. Sie werden mich mit Sicherheit schwerreich und weltberühmt machen. Und du, schrecklicher Köter, wirst meine kleinen Lieblinge bewachen, während ich im Dorf die Plakate aufhänge. Ist das klar, ja? Und wehe dir, du Hund, wenn den beiden irgendwas passiert. Pass hier auf! Das ist, als würde man eine Nadel in einem Heuhaufen suchen, Papa Schlumpf. Gebt nicht auf. Klamsi und Schlumpfine müssen hier irgendwo sein und wir werden nicht ohne sie gehen. Es kommt jemand. Wo laufen wir denn hin, Schlumpfine? So weit wie nur können von Bombenhaus weg. Warum bleibst du stehen? Oh. Oh, das piekt. Oh, meine Güte. Das ist ja der Nagelbeutel vom alten Bombas. Wir müssen hier raus. Oh nein. Nun bin ich gerüstet für die Zuschauer und ihr Geld. Yeah. Wir haben gesucht und gesucht. Und gesucht und gesucht. Ich hasse zu suchen und zu suchen und zu suchen. Papa Schlumpf, bist du sicher, dass wir Klamsi und Schlumpfine wiederfinden werden? Selbstverständlich bin ich sicher. Hoffe ich doch. Was sagst du, entkommen? Du verdammter Köter! Hab ich dir nicht gesagt, du sollst auf sie aufpassen? Du wagst es, dem großen Bombast dich zu gehorchen? Das wirst du teuer bezahlen! Wenn ich mit dir fertig bin, werden dich nicht mal mehr die Flöhe beißen. Ich werde dich jedenfalls fertig. Sei still, wenn ich mit dir rede. Nanu, was ist das? Auf, haben Sie mir auf! Sitz da gefälligst nicht so faul herum. Ihnen nach! Hey, komm, wir müssen uns verstecken. Wir sind ganz schwindelig. Achte doch auf den Esel, du blöder Hund.
Wenn du ihn störst, kann es passieren, dass er... ausschlägt. Komm, Clancy, jetzt haben wir die Chance zu entkommen. Clancy! Hast du das gesehen? Und die nennen mich Tollpatsch! Nein, ich nicht drum, wir müssen weiter... Na also, es scheint, als würde die Show doch weitergehen. Ah, Azrael, liebst du nicht auch diese grauen, verregneten Tage? Diese Banausen verkriechen sich alle zu Hause. Wie kann es nur an einem so schönen Tag wie diesem regnen? Das ruiniert all meine Pläne. Da kommt doch kein Zuschauer und kein Geld. Nur Dummköpfe trauen sich bei diesem Wetter raus. Oh, na sieh mal, da ist ja schon so ein Dummkopf. Es ist Gargamel! Ja, da sehe ich doch Schlümpfe, Azrael. Hier in der Stadt? Ich wusste, dass es ein guter Tag wird. Kommen Sie ruhig näher, mein Bester. Die Show wird gleich beginnen. Habt ihr Lampenfieber? Entspannt euch. Das Publikum freut sich schon auf euch. Und einfällig ist besser als keinfällig. Und nun präsentieren wir... Nanu? Sowas? Ach du Schreckschlumpfine, wo ist bloß Gargamel geblieben? Hier bin ich. Und jetzt habe ich euch in meinen Händen, ihr verdammten blauen Ameisen. Ruhe, Azrael. Niedliches Hündchen. Ich wollte nur die Schauspieler um ein Autogramm bitten. Verstehst du? Hier hast du sie wieder zurück. Ich wünschte, ich könnte bis zur Show bleiben, aber... Ich muss jetzt weitergehen. Lass mich endlich los, du verfluchte Katze. Ich kann doch nicht sehen, wohin ich gehe. So, du wolltest wohl eine Gratisvorstellung sehen. Aber nein, das wollte ich nicht, großes Zauberehrenwort. Und was nun, Papa? Ja, wir haben jetzt alle Wagen durchschlumpft. Bis auf diesen Wagen da. Ich durchschlumpfe ihn freiwillig. Schlumpfine, Clumsy, wo seid ihr? Versteckt ihr euch vielleicht da drin? Zu schwer. Oh, ich glaube, ich muss mich einfach durchessen. Oh. Ups, das war knapp. Ja. Erfolgreich, ja. Totti. Oh ja, ja, Papa Schlumpf, bloß weg. Oh weh, es hat keinen Zweck. Sie sind für immer weg. Arme Schlumpfine. Mein armer Clumsy. Meine kleinen Schlümpfe, wir sind schon so weit gegangen. Lasst uns jetzt nicht aufgeben. Unterstehen Sie sich, meine kleinen blauen Lieblinge, ohne Bezahlung anzusehen. Kleine blaue Lieblinge? Aber ich werde Ihnen 10-mal so viel zahlen. Nur, ich will sie nicht ansehen. Ich will sie kaufen. Das hört sich an wie Gargamel. Ich hasse... Das ist egal. Kommt. Der große Bombast seine Stars verkaufen? Niemals! Also gut, ich verdopple die Summe und als Zugabe kriegen Sie diese kaum gebrauchte Katze. Nicht zu machen. Jetzt belästigen Sie mich nicht mehr. The show must go on. Vielleicht wird er seine Meinung ja noch ändern, und zwar, wenn seine geliebten Schauspieler nicht spielen können. Ich weiß nicht, wer schlimmer ist, Bombast oder Gargamel? Das ist schwierig, Schlumpfine. Oh, hey, es kommt Nebel auf. Das ist kein Nebel, das ist... Ja, jetzt, Azrael, wird der große Bombast uns bitten, seine Schlümpfe zu kaufen. Schlumpfine, was ist los? Gargamel muss einen Schlaffluch auf sie gelegt haben. Die Vorstellung beginnt. Und nun, Damen und Herren, hier sind sie. Sie werden sie in Begeisterung und Erstaunen versetzen. Die einzigartigen Schlümpfe.
Tut mir das nicht an! Sieht ganz so aus, als würden deine Schlümpfe dich sitzen lassen. Er schon wieder? Ja, und wie es scheint, sind diese Geschöpfe für dich nutzlos geworden. Ich werde dir einen Gefallen tun und... Du willst mir einen Gefallen tun? Na gut, dann komm mal mit mir hinter die Bühne. Nein, warte, warte, Bombast, hör zu, ich schlag dir etwas anderes vor. Los jetzt! Die Luft ist rein! Wir müssen uns beeilen, sonst landen wir alle in diesem Käfig. Arme Schlumpfine. Armer Klamsi. Fast alle mit an, aber nicht viel weg. Nein, bitte nicht. Ich werde Kopfschmerzen bekommen. Ich habe schon Kopfschmerzen. Azrael, hilf mir gefälligst. Und nun, verehrte Damen und Herren, die Show geht weiter. Als nächstes kommt... Der tanzende Zauberer! Hey, wartet doch! Das wird ein Knüller, das verspreche ich euch! Was ist passiert? Ja, was? Papa Schlumpf! Bin ich froh, dich zu sehen. Mann, bin ich froh, nicht mehr im Showgeschäft zu sein. Ich wette, die können nachvollziehen, wie du dich jetzt fühlst. Was ist los, Papa Schlumpf? Psst, hört mal. Sie sind hinter uns her, Papa Schlumpf. Schnell, hinter den Stamm. Aber Sie haben mich nicht richtig verstanden. Ich werde diesmal wirklich bezahlen. Das ist egal, denn dein Lohn wird meine Bezahlung sein. Hey! Ja! 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 Bravo! Das ist es, was alle guten Shows brauchen. Was denn, Papa Schlumpf? Ein glückliches Ende.